Wir halten wirklich viel von Toni als Mensch, aber als auch als Trainer. Hat unheimlich viel Erfahrung, versteht die Jungs gut. Der ist natürlich auch noch nicht allzu lang her, sage ich mal, als er Spieler war. Er weiß, was in der Kabine abgeht, er weiß, wie die Jungs denken. Und jeder freut sich immer, zur Nationalmannschaft zu kommen. Ich glaube, das war auch nicht immer so. Wer irgendwo im Ausland spielt, versucht immer alles und alles Mögliche stehen und liegen zu lassen, um zur Nationalmannschaft zu kommen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Verdienst dem Management gegenüber. Nachdem wir natürlich auch gehört hatten, dass wir nicht zu Olympia dürfen, war dann schon auch die Überlegung natürlich dann schon da, dass man dann eher die WM spielen will. Jeder möchte das Vaterland vertreten und den Bundesadler auf der Brust tragen. Das ist für jeden Spieler ein Riesenprivileg. Wir haben dem Toni auch viel zu beweisen, glaube ich. Nach natürlich einer wirklich gescheiterten Olympia-Teilnahme, von der wir uns alle mehr erhofft hatten, glaube ich, heißt es auch einfach ein bisschen Tribut zollen und jetzt den Toni in seinem Heimatland noch ein bisschen was zeigen zu können und auch die Leute davon zu beeindrucken, dass deutsches Eishockey sehr, sehr attraktiv sein kann.